Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rare Box von Selena Gomez. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rare von Selena Gomez. Das Ganze am 10. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Das Ganze ist in hellgrau gehalten. Wir haben hier das dritte Album der Künstlerin Selena Gomez und das Ganze in einer Box-Variante. Hier oben haben wir einmal einen Sticker. Includes Deluxe CD with 5 additional Hit Songs. Bad Liar, Fetish, It Ain't Me, Back to You, Wolves, SG Embroidered Baseball Cap, 4 Art Prints Sticker Sheet. Okay, also, das bedeutet, hier haben wir einfach die Info, was sich in der Box befindet. Wir haben hier das Album in der Deluxe-Variante mit 5 zusätzlichen Songs. Dann haben wir eine Baseball-Cap mit den Initialen, also mit SG embroidered, das heißt aufgestickt. Dann haben wir 4 Artprints, also so Kunstdrucke und einen Stickerbogen. Gut, nachdem wir das gelesen haben, werden wir mal die ganze Folie abmachen. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier eine quadratische Box in einem Hellgrau gehalten. Also es ist nicht ganz weiß, es ist mehr so ein Hellgrau. Auf der linken Seite liegt Selena Gomez vermutlich am Boden. Auf ihrem Top lesen wir hier auch gleich den Albumtitel Rare. Heißt auf Englisch oder heißt auf Deutsch so viel wie selten, kostbar. So, hier unten lesen wir dann auch nochmal den Albumtitel plus Interpret. Und auf den Seiten ist das hier jeweils ganz schlicht in hellgrau gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist des Albums. Ich glaube, zu der kommen wir dann noch, wenn wir das Album an sich anschauen. Dann haben wir hier die Beteiligten, Label, Vertrieb und einen Barcode. So, das Ganze ist abnehmbar, also der Deckel ist hier nicht zu klappen, sondern der geht wirklich ab, von innen in weiß. Und dann haben wir hier einmal die Kappe, den Stickerbogen, dann einen Briefumschlag, hier dürften wohl die Artprints drin sein, und zu guter Letzt haben wir hier das Album. Das Ganze hat dann hier in so einer kleinen weißen Papierform reingepasst. Ja, hier so mit Karton eingearbeitet. Ich glaube, es ist reingeklebt, weil es geht eher dann nicht raus. Wir lassen es mal drin. Packen die Box wieder zusammen. Und dann kann die mal zur Seite. So, Folie ist hier wenig bis gar nicht vorhanden. Ich glaube, es ist wirklich nur ja, das Album hier in Folie. Also umweltfreundlich von der Verpackung her bis jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir das Album an sich. Holen wir mal aus der Folie raus. So, und dann haben wir hier das Cover des Albums. Wir haben hier wie so einzelne Polaroid-Fotos aneinander gelegt. Das passt auch ein bisschen so zu der Info zu diesem Album, denn sie meinte im Vorfeld, dass dieses Album mehr oder weniger so ein Tagebuch aus den letzten Jahren darstellt. Und das ist dann natürlich auch hier passend mit diesen einzelnen Fotos hier aus verschiedenen Situationen. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase in Weiß. So sieht dann die Seite aus. Hier lesen wir wieder Rare, Selena Gomez und oben haben wir dann noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir, hier dann deutlich kleiner als auf der Box natürlich, die Tracklist. Wir haben insgesamt 13 Stück plus Bonustracks 5, also kommen wir dann auf insgesamt 18 Tracks. Und wir haben hier auch einige Features mit dabei. Wir haben hier Features von Black, Kid Cudi, Gucci Mane, Marshmello und Kygo, ich muss ehrlich sagen, diese Person hier kenne ich nicht, auf Track 16. Beteiligte plus Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also hier innen auch sehr schlicht, sehr nüchtern gehalten. Alles einfach nur in weiß bzw. hellgrau.
So, das ist einmal das Booklet. Hier haben wir die Frau etwas freizügig in der Badewanne liegen. So, was haben wir hier? Weitere Tracks. Das sieht mir aus als. Nein, es sind nicht die Lyrics, es sind die Credits. Umfangreiche Credits für jeden Track. Sehr kleine Schrift auch. So, das zieht sich dann hier so durch. Also, wie gesagt, Lyrics sind hier keine mit dabei. Es sind tatsächlich diese ganzen Zeilen hier, die Credits. Hier wieder Fotos in dieser Polaroid-Optik. Die Fotos haben immer so einen leichten rosa-lila Stich. Okay. Weitere Infos. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Album-Credits. Eine Fotoseite, also eine Collage. Und zum Abschluss eine Widmung bzw. eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich anhalten und durchlesen, aber so umfangreich wie dies erspare ich die euch jetzt mal. So, dann kommen wir zur Album-CD. Die ist in hellgrau, wie gesagt, die ist wirklich sehr, sehr schlicht gehalten. Hier lesen wir einfach nur Rare und Selena Gomez. Und auch die Rückseite ist sehr schlicht, einfach in weiß. Gut. So viel zum Album. Dann haben wir einen Umschlag. Auch dieser hier wieder in hellgrau. So sieht er von vorne aus. Auf der Rückseite hier mit einem kreisförmigen Sticker versiegelt. Und hier haben wir dann wohl die Artprints drinnen. Bedeutet, wir haben hier quadratische Fotos aufgedruckt auf so ein etwas stärkeres Papier, also wie so ein leichtes, ja, wie so ein Fotopapier oder so Karton. Dann hier einmal vor einem Supermarktregal, würde ich sagen. Hier ist jede Menge, was haben wir hier? Obst in Plastik eingepackt. Dann einmal auf der Couch. Und einmal hier mit irgendwelchen Formen im Gesicht eingeklebt. Also vier Fotos hier, vier Artprints. Und die Rückseite jeweils glatt weiß. Allesamt quadratisch. So, dann haben wir noch mit dabei einen Stickerbogen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker, wenn ich richtig zähle. Selena Gomez. Look at her now, dann einmal SG, dann hier die Augenpartie in Grün und Blau, dann einmal das Gesicht und nochmal das Gesicht. Also die sind dafür umso farbenfroher, die Sticker, das was ich beim Album-Artwork etwas vermisst habe. Ja, klassischer Stickerbogen, hier dann entsprechend rauszulösen, die einzelnen Motive. Drei davon so rechteckig, zwei hier im Hochkant rechteckig und dann einmal hier das SG. Sieht man hier die Konturen? Jawohl. Gut, und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Kappe, eine Baseball-Cap. Die kommt hier in Weinrot. Auf der Vorderseite haben wir hier die Initialen wieder. SG für Selena Gomez. Ansonsten hier nichts weiter aufgestickt oder so. Eher schlicht gehalten. Auf der Rückseite dann, anders wie bei Snapbacks, entsprechend hier ein Verschluss. Wir haben hier diese goldene Schnalle und dann kann man hier mit diesem Band entsprechend die Größe anpassen, je nachdem, wie viel Platz der Kopf dann braucht. Und dann kann man hier das anpassen. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Was haben wir hier? 100% Baumwolle. 57 cm Größe und Made in China. Grüße gehen raus. Dann noch die Waschhinweise. Ja, also auch die Kappe eher schlicht gehalten. Hier ist nicht wirklich viel Detailarbeit oder sowas. Es beschränkt sich wirklich auf diese zwei aufgestickten Buchstaben hier auf der Vorderseite. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Baseball-Cap hier in Weinrot. Dann haben wir die Sticker zum Album, fünf Stück, nein, sechs Stück an der Zahl.
Diese Kunstfotos, diese Kunstdrucke, quadratisch, 4 Stück, die kommen in diesem kleinen Kuvert, in diesem Umschlag. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 18 Tracks. Das dritte Album von Selena Gomez. Das alles in dieser wunderbaren, ich hab's wieder falsch, in dieser wunderbaren Box. Rare von Selena Gomez. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Selena Gomez unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.